Es ist so warm. Es läuft einfach. Zumindest ist 50 Grad hier drin. Gott. Alter Schwede. Also selbst der Schweiß ist warm. Mann, und das Eis ist so nach 2 Minuten geschmolzen. Was können wir jetzt machen? Ich weiß nicht, die Eiswürfel im Gefrierfass sind sogar geschmolzen. Krass. Kacke. 60, 70 Grad gefühlt. Locker. Irgendwas müssen wir noch haben. Wir sind doch das Shisha-Team. Wir müssen noch was haben, was das ganze Problem jetzt lösen kann. Warte mal. Ich glaube, wir haben noch eine Dose Frosted Peach im Gefrierfach. Schnell, sonst schmelzt sich noch dahin. Oh. Boah, ja, Alter! Was ist das denn, Alter? Anni! Oh! Mann, ey! Zieh mal das dran, ey! Das ist ja nicht mehr auszuhalten! Boah! Hey Leute, chill mal. Oh, ist ganz schön kalt geworden. Gönnt euch den auch mal. Boah, der kühlt richtig. Gönnt euch mal zu. Der spielt doch. Das ist ihm kalt, der spielt doch komplett. Gönnt uns mal zu. What? Alter. Shit, ey. Ist ultra kalt. Alter, der kühlt ab, oder? Der kühlt ab, mega. Geil, hätte ich jetzt eine längere Hose bei gehabt. Oh, man kann sogar meine Atem sehen. Geile Scheiße. So kalt ist es. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was war das für ein wunderschöner Rauchling? Na, herzlich. Oh! Ja, wir sind das Shisha-Team und wir haben heute einen neuen Tabak für euch am Start. Nämlich den Start Now Froster Peach. Ein Froster Peach von Start Now. Und das Ganze kostet 13,90 € für 200 Gramm, also Start Now typisch. Und kommen wir gleich mal zum Schnitt. Also schnitttechnisch ist der mega fein geworden. Ja, krass, ne? Das ist echt heftig, kennt man nicht von Start Now. Ich habe hier ein Ästle drin, oh, aber ansonsten... Das ist original im Heuhaufen, also sonst ist der wirklich super fein. Aber ist dann nicht mehr ran mit der Schere. Das ist... Dann lob ich mir. Ich mag ja so einen feinen Tabak, muss ich sagen. Finde ich besser als Brom. Auch Molasse technisch. Technisch. Am Maschendrahtzaun. Sieht ja echt gut aus, weil es mega gut eingezogen. Da ist wirklich nichts Überschüssiges. Also wirklich optimal besser kann Tabak eigentlich nicht aussehen. Nee, ich finde den auch perfekt zum Kopfbau. So baue ich am liebsten. Mhm. Jetzt habe ich die Dose schon in der Hand. Ja, was soll denn das überhaupt sein? Froster Peach, ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, so ein bisschen. Also ich weiß es nicht. Nee? Riecht ein bisschen nach Banane. Energy Cola ist, glaube ich, auch noch drin. Banane, Energy Cola, ja, das ist ganz gut. Nein, natürlich nicht. Wir haben einen Pfirsich-Tabak vor uns und genauso riecht er auch. Riecht wirklich super lecker nach Pfirsich und man merkt auch, dass der ganz schön hochfrostet. Also die Mentholnote kommt auf jeden Fall auch beim Geruch schon
gut durch. Ja, und sonst riecht er wirklich, ja, ich finde, wie so ein Pfirsich-Eistee. Also nicht so mega natürlich, aber auch nicht ultra chemisch. Ich finde, wenn man an so einem Pfirsich-Eistee riecht, dann riecht er so ähnlich wie in dieser Tat. Gut, Leute, kommen wir zum Geschmack. Also, Max hat das im Geruch gerade schon super zusammengefasst. Habe ich akkurat auf den Punkt getroffen. Geschmacklich finde ich ihn Schleimer. Finde ich ihn sehr authentisch. Man schmeckt hier wirklich die Pfirsichnote sehr, sehr stark heraus. Und auch diese Mentholnote ist wirklich sehr angenehm. Also es ist schön frisch, schön kalt. Gerade für den Sommer mega geil. Ja, Mann. Und ja. Ich finde, man sollte aber dazu sagen, so jetzt für komplette Anfänger ist der vielleicht erstmal zu stark. Ach, so krass finde ich den gar nicht. Den nee. Ist echt schlimmer. Ja, man kann den von Anfang an sehr smooth durchrauchen. Das sagen wir, aber versetz dich mal in die Lage von jemandem, der jetzt den ersten Shisha-Kopf in seinem Leben braucht und sich den Tabak darauf haut. Und der denkt ja gleich, Alter, ich hätte mal lieber doch nur einen Airwaves essen sollen, anstatt drei auf einmal. Ja, gut. Wir haben ja, also für die Anfänger, wir haben ja auch schon den Alajam Gold Peach Mint probiert. Wir haben ja ein Video dazu gemacht, schaut da gerne mal rein. Der ist nicht so extrem von der Mentholnote. Also wenn ihr wirklich mit dem Problem haben solltet, gönnt euch den anderen. Der ist nämlich auch super lecker. Aber ja, den haben wir jetzt neu entdeckt. Start Now kommt ja wieder voll ins Rennen. Und muss ich auch sagen, überzeugt mich mit dieser Dose auch vollends. Also ich finde ihn super lecker. Könnt ihn jeden Tag rauchen. Genau, also für die erfahrenen Raucher, die jetzt auch schon irgendwie Erfahrungen mit Mentholnoten gemacht haben, ist der super. Also es ist wirklich nicht drückend. Also für uns ist es sehr angenehm zu rauchen. Es ist eine schöne, frische Mentholnote dabei. Wie du gesagt hast, schöner Sommertag. Und der Pfirsich ist halt auch irgendwie nicht so aufdringlich. Ich glaube, ich habe es in dem anderen Pfirsich-Tabak, wie du schon gesagt hast, ich eigentlich gar kein so großer Pfirsich-Fan. Pfirsich-Fan bin. Aber der ist halt wirklich ja, lecker, frisch und halt nicht so pelzig wie manche andere Tabake. Genau. Kommen wir zum Rauch. Und da braucht man wieder nichts sagen. Der knallt einfach voll weg. Alles. Was sind das für Rauchwolken? Also drück dich, kratzt dich, habe ich schon gesagt. Lässt sich sehr entspannt rauchen. Gibt schöne weiße Wolken. Und ja, der ist auch relativ unproblematisch im Kopfbau. Also wir haben den heute wieder ganz normal im Tonkopf-Kamin-Setup. Läuft aber auch mit zwei Kohlen im Lotus oder mit einer Kohle im One Smoke. Ganz genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Lotus, was ist One Smoke, gar keine Ahnung. Wir haben sowohl zum Lotus- und Kamin-Setup ein Video und auch zum One Smoke. Da könnt ihr auch nochmal hier oben, kommt nochmal eingeblendet, könnt ihr auch nochmal draufklicken. Dann sind wir auch schon wieder durch damit. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wir geben dem Ganzen eine Kauf- und Probierempfehlung. Auf jeden Fall. Der ist lecker, super Ding. Auch die anderen Froster-Sorten von Start Now habe ich gut in Erinnerung. Sind alle ganz lecker. Ist die Frage, ob die neuen Produktionen alle auch durchweg gut sind, aber der hier, top! Also Leute, dann war's das für heute. Wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, lasst uns doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, auch gerne ein Abo. Und an dieser Stelle müssen wir sagen, vielen, vielen Dank an alle Abonnenten bis jetzt. Wir haben endlich die 100 geknackt. Wir sind sowas von glücklich. Danke da an euch. Genau. Ihr habt es möglich gemacht. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn das jetzt weitergeht, wenn ihr uns weiter unterstützt. Und dazu auch nochmal ein kleiner Verweis aufs letzte Video. Da haben wir den Burn & Smoke Tabak vorgestellt. Und da gibt es auch ein kleines Gewinnspiel. Also wenn ihr da noch mitmachen wollt, bis Mittwoch seid ihr da noch im Rennen. Könnt ihr euch das Video mal angucken, am Ende sagen wir, was ihr machen müsst. Und ja, nochmal viel Erfolg hier an dieser Stelle. Und wir sind dann raus. Wir sind dann raus für heute. Schönen Sonntag euch noch. Macht's gut, euer Shisha-Team. Hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Wir 100. Ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zu einer Million. Ja. Easy. Schau mal.
nächstes Jahr. Klar, mal so viel. Größte Shisha-YouTuber weltweit. Bei der guten Community, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Easy. Ja, und Gewinnspiele können wir jetzt ein bisschen offen, würde ich sagen. Oh ja, aber das kann man nicht zu oft. Wir sollten sie nicht zu sehr verwirren. Aber ein paar werden noch folgen, also. Bestimmt. Schaltet wieder ein.